Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Hier heute auf der Karte Twin Owl. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir werden uns diese Karte nochmal anschauen. Wir sind sie ja schon vor vergangenen Folgen mal gefahren. Allerdings damals noch ohne FIS-Datei und ohne Ansagen. Jetzt hat mir der Dominik das Ganze mal rübergeschickt vor einiger Zeit und das habe ich jetzt mal eigentlich mal installiert und möchte euch das heute gerne mal vorstellen, denn auch hier hat er sich mächtig viel Mühe gegeben. Das muss man mal lassen. Also auch wieder hier gibst du wieder einen fetten Daumen nach oben. Aber wie das Ganze anhört, das möchte ich euch, wie gesagt, heute in der Folge zeigen. Wir fahren heute auf der Linie 612. Das ist ein kleiner Zubringer, würde ich sagen, vom Hauptbahnhof zur Schule und von Schule dann wieder zurück zum Hauptbahnhof. Also da wahrscheinlich eher so ein Schulexpress oder sonstiges. Aber das ist eine coole Idee. Das ist die erste oder die einzige Linie, glaube ich, die aktuell fertig ist, die man wirklich von A nach B fahren kann. Und wie gesagt, das ist halt komplett mit Ansagen. Also ich finde die Karte ja immer noch absolut faszinierend, ja, also sie ist, du siehst immer wieder neue Details hier in dieser Karte und das macht echt Spaß, hier auf jeden Fall so eine kleine Runde zu drehen. Was ich noch sagen muss, ist, dass ich ja so ein bisschen Probleme habe mit den Steam Workshop und den FIS-Dateien tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das bei euch funktioniert. Bei mir habe ich so das Problem, dass das Ganze, wie sage ich denn das am besten, nicht so wirklich abonniert wird. Also wenn ich so Strecken abonniere oder Fahrzeuge abonniere, wird mir das Ganze halt in Lotus angezeigt, allerdings FIS-Dateien nicht. Ich habe jetzt so kurz, bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe, die Berlin M6 FIS-Datei nochmal neu runtergeladen, um zu schauen, ob es funktioniert. Und sie ist wieder nicht da. Ich kann sie im Hauptmenü einfach nicht auswählen. Er lädt da zwar irgendeine Datei runter, aber ich selbst habe keine Möglichkeit, das Ganze auszuwählen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Problem? Ich weiß, es gibt einen Bug, einen Workshop-Bug, der die Dateien zwar runterlädt, aber halt in Lotus nicht anzeigt. Was aber weniger Sinn machen würde, weil, wie gesagt, sonst wird mir alles angezeigt. Objekte, Fahrzeuge, Strecken, ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt selbst noch nicht so, oder habe mich mit der Materie jetzt dementsprechend noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder sowas, schreibt es mal in die Kommentare. Auch zum Beispiel, wie man diesen Bugfix anwendet, das wäre auch eine coole Sache. Ich habe da schon im Steam Workshop reingeguckt gehabt, aber da war nur ein Beitrag von 2018. Ich glaube, der ist nicht mehr up to date. Also von daher, ja, nun gut, lange genug geredet. Wir setzen uns rein jetzt hier und hoffen, dass das jetzt endlich mal funktioniert hier. So, die Linie 612 sind wir. 612 und die Route 1. So. Da haben wir es natürlich schön geschildert. Wir sind schon stark klar. Also das heißt, wir können hier eigentlich schon vorrücken und hast du es nicht gesehen. Ja, von daher würde ich sagen, los geht's. Twin Hour Hauptbahnhof. Und damit sind wir. Ist natürlich nicht mehr die passende Uhrzeit, um Schüler von A nach B zu transportieren. Ja, nachdem der Dominik mir das Ganze nochmal zugeschickt hat, wie gesagt, die Ansagen und die FIS-Datei und ich sie dann unter meinem Content gespeichert hatte, waren sie sofort da gewesen. Das ist halt ein bisschen schade, weil er meinte halt auch, weil die Karte, die hat er auch an jemanden weitergegeben und da funktioniert wohl alles, also da funktioniert auch die FIS-Datei, weil er selbst konnte sie halt auswählen. Das ist ein bisschen eigenartig tatsächlich, wie gesagt, ich habe davon schon gehört. Jetzt nachdem ich der Willi aber nochmal angeschrieben hatte und mich selbst nochmal gefragt hatte, ob bei mir die FIS-Datei von seiner Berlin M6-Linie funktioniert, weil einige gefragt hatten, weil diese bei ihm auch nicht vorhanden sind, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen eigenartig. Warum sollte das halt einfach nicht funktionieren? Ne? Also, das kann ja eigentlich nicht angehen, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich wieder irgend so ein falscher Speicherort oder sonst irgendwie was gewesen sein. Da müsste man sich mal ein bisschen mit dem Steam Workshop mal ein bisschen auseinandersetzen. Vielleicht findet man die Datei ja irgendwo. Ich meine, ich habe ja nicht nur eine Datei im Steam Workshop runtergeladen, sind ja doch schon mehrere. Und dementsprechend hast du halt auch mehrere Ordner. Ja? Du müsstest jetzt alle Ordner durchsuchen, um halt diese FIS-Datei zu finden. Ja.
So, damit sind wir an der Haltestelle angekommen. Wahnsinn! Ja, also wie gesagt, hier stecken so viele Ideen drin. Ich habe ja auch mir die Kommentare durchgelesen, wo wir uns die Karte ja angeschaut hatten, wie der eine oder andere so schon seine Meinung halt schon geschrieben hatte, dass der eine oder andere das gar nicht so toll findet, dass das Ganze hier dementsprechend halt mit Payware-Addon existiert halt, ja, dass das zum Beispiel, ja, dass Tram München benötigt wird, um diese Strecke halt zu fahren. Und die geilste Frage war tatsächlich gewesen, die ich gelesen habe, ob es noch eine zweite Version geben wird ohne Payware-Addon. Warum? Das ist doch die Frage. Die Objekte, die er natürlich hier benutzt, sind natürlich aus dem Payware-Addon. Sprich, ihr braucht das Payware-Addon. Aber zum Beispiel sowas hier hinten, dann wie den Kreisverkehr oder sowas, findest du nicht im Standard-Content. Ja? Der ist nicht da. Also deswegen hat er das Ganze jetzt dementsprechend halt benutzt und gebaut halt, ja, weil das im Tram München-Addon vorhanden ist. Aber warum sollte er das jetzt eine zweite Version rausbringen ohne Payware-Addon? Also das gibt's bei OMSI nicht und das wird es halt auch in Lotus nicht geben. Also es wird immer so die eine oder andere Strecke geben, die nur über Payware-Addon zum Beispiel gebaut wird. Aber es wird auch viele Strecken geben, die halt ohne Payware-Addons auskommen. Aber diese Strecken, die mit Payware-Addons erscheinen werden, da wird es keine zweite Version von geben. Also das ist, glaube, selbstverständlich, gehe ich mal stark davon aus. Von daher finde ich es jetzt persönlich nicht blöd. Für die Leute natürlich, die sich keine Payware-Addons kaufen, für die ist es natürlich doof, weil die halt natürlich diese Strecken halt nicht fahren können. Das ist natürlich auch, ja, verstehe ich persönlich auch. Das ist ärgerlich. Aber man kann jetzt von dem Map-Ersteller jetzt nicht erwarten, dass er zwei Versionen rausbringt. Also das wäre dann wohl zu viel vom Guten, finde ich persönlich. Schon an der Schule angekommen. So, ja, das war jetzt schon mal die Hinfahrt. Jetzt fahren wir zurück. Da haben wir sogar eine Station mehr. Also, ihr habt jetzt aber gehört, also die Ansagen, die sind wirklich schon sehr, sehr gut gemacht, ja. Also wahrscheinlich wieder über ein externes Programm irgendwie seine Stimme verzerrt oder irgendwie sonstiges. Aber man erkennt es jetzt nicht wirklich mehr, ne, wer da jetzt so spricht. Also das finde ich eine coole Sache.
Ja, das war perfekt gebremst. Ja, so muss das sein. Am Kapellchen, das ist ja hier, deswegen hier mit dieser süßen Treppe hier und alles was, ja, also das finde ich ja schon ziemlich cool gemacht hier. Ach ja, also so im Großen und Ganzen muss ich sagen, also ich finde dieses kleine Stück, was jetzt hier schon verfügbar ist, schon echt hübsch. Wenn man das Ganze jetzt noch so ringsherum ausbaut, sodass zumindest die 612 schon komplett bebaut ist oder sowas, wäre es großartig. Ja. Dann machen wir mal ein Bild noch. Und dann ab zur Endhaltestelle. Hauptbahnhof wieder. So. Und da haben wir es. Das, also wie gesagt, ist Twin Hour mit Ansagen. Also wie gesagt, also ich finde mega, mega gute Arbeit. Also ich habe ja jetzt nun schon viele Strecken testen dürfen und hast da es nicht gesehen. Aber das ist hier schon, wo ich sagen muss, du merkst es, ja, dass hier wirklich echt viel Herzblut drin steckt. Also schon wie gesagt, das ist eine mit der Ansagen. Das Problem ist halt, ich habe auch noch nicht viele Ansagen gehört, weil ich halt diese Probleme mit diesen FIS-Dateien habe. Wenn das natürlich nicht wäre, dann würde ich natürlich das dementsprechend halt schon so machen. Sonst spiele ich ja immer meine Ansagen ja selbst immer ein. Wenn es jetzt so Berliner Strecken sind oder sonstiges. Aber vielleicht habt ihr da irgendeine Idee, was es sein könnte, warum die FIS-Dateien halt dementsprechend nicht angezeigt werden. Ich werde da auch nochmal den Steven mal anhauen, werde mal sagen, so pass mal auf, was ist los, was Problem, und dann werde ich das Ganze mal versuchen rauszufiltern. Vielleicht kann man das ja halt irgendwie so ein bisschen selbst fixen oder sowas. Wäre natürlich schon eine relativ coole Sache, wenn es halt ja nur so ein kleines Ordnerproblem zum Beispiel ist halt, ne? Muss man mal schauen. Aber sonst an sich finde ich, wie gesagt, Twin Hour ist, ja, ist eine sehr geile Karte. Also, die ist wirklich super. Halt mit den Höhenunterschieden und alles was. Sieht fertig wirklich sehr angenehm. Wie gesagt, das ist die Linie 612 gewesen.
Und ja, ich freue mich natürlich auf weitere Updates hier von dieser hübschen Karte. Ich werde euch natürlich dementsprechend immer auf den Laufenden halten, wenn es da neue Updates gibt und so. Ne? Selbstverständlich, aktuell ist er gerade wieder ein bisschen im Stress. Hat er ja gesagt gehabt, er ist halt natürlich Papa mit Zwillingen und hast du nicht gesehen, geht auch arbeiten und hast, ja, Stress halt. Ja? Und ist er nicht alleine. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und ja, sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Lotus. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.